Над землей рассвет заговорил с просонок, весело встряхнул росистую траву морем голосов. Juli 1961. Große Leinen zelten an der Schwarzmeerküste. 520 Jungen und Mädchen, die da wohnen, beginnen die Geschichte der neuen Pionierrepublik. Hier erholen sich die Kinder, teilen einander ihre Erfahrungen mit und setzen ihre Ideen in Wirklichkeit um. Sie legen den ersten Schritt eines neuen Weges zurück. Danach sind mehr als 50 Jahre vergangen. Heute ist doch Lonnok das berühmteste Kinderzentrum Russlands und einer der größten Zentren der Welt. 7 Camps und 12 Durchgänge jährlich. Mehr als 20.000 Jungen und Mädchen im Alter von 11 bis 15 aus allen Regionen Russlands sowie aus Ausland. Das ganze Jahr sind in Lonnok Kinderstimmen zu hören. Das Zentrum empfängt jeden Durchgang 3.500 Kinder in der Sommerzeit und 1.500 in der Winterzeit. Zur Verfügung stehen den Kindern eine moderne Schule, ein Kultur- und Sportpalast, ein Schwimmbad des olympischen Standards, ein Stadion, Museum der Luft- und Raumfahrt, eine Bibliothek, eine Sternwarte, eine mit modernen medizinischen Geräten ausgerüstete Heilanstalt. Orlonok ist kaum mit anderen Ferienlagern zu vergleichen. Es ist völlig selbstständig. Das ist eine echte Stadt mit eigenen Straßen und Plätzen, Häusern und Parkanlagen. Das Zentrum hat die ganze nötige Sozialinfrastruktur wesentlich ausgebaut. Der Autohof von Orlonok verfügt über moderne Fahrzeuge. Im Kinderzentrum gibt es ein eigenes Heizungssystem, Post, Sicherheitsdienst und Wasserwerk. In Orlonok sind fast 2000 Mitarbeiter beschäftigt. Betreuer, Pädagogen, Köche, Ärzte und Fahrer kümmern sich um die Kinder, machen ihren Aufenthalt hier interessant und spannend. Jährlich werden in Orlonok mehr als 50 pädagogische Programme auf regionaler, föderaler und internationaler Ebene umgesetzt. In Orlonok werden seit langem mehrere Weltsprachen gesprochen. Kindern aus Finnland, Frankreich, Deutschland, China, den Vereinigten Staaten finden hier neue Freunde. Orlonok ist eine anerkannte Schule für Leiterschaft. Hier versammeln sich junge Weltraum- und Theaterfreunde, Schachspieler, Leiter von Jugendvereinen, junge Feuerwehrleute und Verkehrspolizisten, Mathematiker und Sportler. Jeder Tag in Orlonok ist ein Fest. Ein Fest von Freundschaft, Schönheit und Schöpfung. Hier finden internationale und altrussische Wettbewerbe und Festspiele in verschiedenen Kunstrichtungen statt. Berühmte Schauspieler und Regisseure, Sänger und Choreografen, Schriftsteller und Künstler, professionelle Animations- und Filmschaffenden, Programmierer besuchen Orlonok, um den jungen Tänzern, Sängern und Musikern ihre Erfahrungen zu vermitteln. Bei jeder der 16 jährlichen Festspiele in Orlonok herrscht immer eine erstaunliche kreative Atmosphäre. Orlonok bringt den Kindern Gesundheitsbewusstsein bei. Das Kinderzentrum bestimmt seit Jahren den Trend für aktive Lebensweise. Sportfeste, Veranstaltungen, Festspiele, Diskussionen und Trainings helfen den Jugendlichen, sich für eine gesunde Lebensweise zu entscheiden. Orlonok ist als Sportzentrum und rauchfreies Territorium allgemein anerkannt. Auf den Sportplätzen schlagen junge Sportler Rekorde zusammen mit Erwachsenen. Noch in Orlonok kann man eine Auszeichnung aus der Hand von einem Olympiasieger erhalten, in einem Team mit dem besten Boxkämpfer der Welt trainieren und Fußball mit Schlager- und Filmstars sowie Politikern spielen. Auf dem Gelände von Orlonok wurde ein einzigartiger Sportkomplex geschaffen. Orlonok bietet zahlreiche Möglichkeiten für geistige Entwicklung. Die besten Literaturwerke lernt man in der Seelenapotheke kennen. So nennt man in Orlonok die Bibliothek. Das Kinderzentrum veröffentlicht regelmäßig eine eigene Zeitung, Salut Orlonok. Es gibt eine eigene Fernseh- und Rundfunkstation und eine Internetseite. Im Laufe der Jahre ist Orlonok zu einem Kultur-, Informations- und Bildungszentrum geworden. Einst ein kleiner Zeltlager hat sich Orlonok drastisch verändert. Orlonok von heute ist von Stein, Beton und Glas. Das Zentrum überrascht bis jetzt durch das einzigartige Biotop, sonderbare Architektur und modernisierte Ferienlagergebäude. Orlonok schreitet ständig mit der Zeit fort. Bald erscheint im Kinderzentrum ein echtes olympisches Dorf. Im Sommer 2012 wurde das erste frisch gebaute Objekt betriebsfertig abgegeben. Das ist ein modernes Unterkunftsgebäude für 456 Plätze. Gebaut werden ein Amphitheater mit 1.500 Sitzplätzen und eine Lehr- und Erziehungsanstalt. Da werden die Kinder nicht nur nach dem Schulprogramm, sondern auch außerschulisch lernen können. Die Einrichtung wird auch eine Bibliothek, ausgestattete medizinische Räume, Sportplätze, einen Fitnessraum und ein Schwimmbad umfassen.
Zurzeit ist das Projekt des Verkehrsübungsplatzes mit Strecken für Ausbildungsfahrten zur Erfüllung angenommen. Die Kinder von Orlonung haben in naher Zukunft die Möglichkeit, Fahrkunst auch in Krasnodar zu erlernen. In der südlichen Hauptstadt Russlands wird ein Mehrzweckzentrum von dem Modelltyp für 500 Kinder mit einem Verkehrsübungsplatz gebaut. In einigen Jahren wird in Orlonok ein Aquapark mit Hallen und Freibädern gebaut. Dazu gehören Cafés, Strand und mehrere Schwimmbecken. Orlonok ist in stetiger Entwicklung begriffen. Es wird auf höchster Ebene unterstützt und geschätzt. Im Jahre 2011 wurde dem Zentrum offiziell der Status einer UNESCO-Projektschule erteilt. Orlonok ist mehr als 50 Jahre alt. In seiner Entwicklung ständig fortschreitend, bestätigte es immer wieder seinen Status des besten Kinderkurortes Russlands.